Wie gesagt, mein Thema ist das Mobile Mapping und die Gleisdiagnostik auf Netzen von Schmalspurbahnen und vor allem im Zusammenhang auch mit deren Unterhaltsplanung. Wir, das heißt, ich bin von der Firma Innovitas, aber ich stehe auch für die ARG Fahrwegdiagnose. Wir haben uns gegründet, um eben Fahrwegserfassung, Diagnose und Visualisierungen aus einer Hand bieten zu können. Zur Agenda heute, ich werde zuerst davon ausgehen, mal wie heute Unterhaltsmaßnahmen definiert werden bei den Bahnen, dann auf Aspekte eingehen, was eben für Chancen vorhanden sind für Mobile Mapping und Gleisdiagnostik-Technologien, um das zu ändern. Dann kommen wir konzeptionell darauf zu sprechen, wie das bei der ARG Fahrwegdiagnose umgesetzt wird. Und zum Schluss haben wir dann sozusagen einen Blick auf die Hardware, der Messwagen-Meterspur und auf die Software, wie wir von den Daten zu Informationen kommen, die dann Maßnahmen begründen. Okay. Heutzutage, wie werden Gleisunterhaltsmaßnahmen definiert oder wie wird entschieden, wo was gemacht wird? Einerseits haben wir sehr viel Wissen bei den Fachspezialisten, da oben rechts die Anlageverantwortlichen und die Fachspezialisten, die das Wissen haben über die Anlage, über die Problemstellen. Dann haben wir natürlich auch heutzutage viele Pläne als PDF, 2D oder Excel-Tabellen oder Dokumente, die wir haben als Grundlage, die einfließen. Und natürlich sind auch schon viele Datenbanken vorhanden. Die sind aber zurzeit oft in Fachbereichen angesiedelt, sind eigentlich Insellösungen, haben vielleicht Schnittstellen mit anderen Datenbanken, aber es gibt dann immer Schnittstellenproblematik, wo man nicht weiß, welche Daten da verloren gehen und welche mitkommen. Das heißt, aus diesen drei Punkten wird heute dann evaluiert und eigentlich ein Programm erstellt, wo soll welche Maßnahme im Netz durchgeführt werden. Das Problem eigentlich ist, dass wir nicht eine quantitativ einheitliche Grundlage haben, um netzweit zu entscheiden, wo was gemacht wird. Man hat einen subjektiven Teil von den Leuten und man hat eher qualitative Aussagen, hier ist es gut, hier ist es kein Problem und so weiter. Und in der Folge kann dann nicht eine objektive Optimierung der Maßnahmen herbeigeführt werden. Also das heißt, das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis erstellt werden, indem sozusagen nur dort die Maßnahme gemacht wird, wo es auf Zeit ist und dort noch gewartet wird, wo noch ein Jahr gewartet werden kann. Wie reagieren die Bahngesellschaften heute darauf? Es ist so, sie investieren in Diagnosefahrzeuge und den Aufbau entsprechender IT-Infrastruktur. Die Diagnosefahrzeuge haben die Eigenschaft, dass sie sehr schnell das gesamte Netz erfassen können und dabei homogene Daten bereitstellen und das eigentlich auch in einer relativ hohen Frequenz machen können. Das heißt, die Daten sind vorhanden, um auch schon innerhalb von ein, zwei Jahren Tendenzen herausarbeiten zu können, wo sich das Netz wie verhält. Hier auch ein Beispiel, das Swisstem von der SBB, wo wir da rechts sehen, nicht nur ein Zustand, sondern wirklich ein Trend dann herauskristallisiert, sich herauskristallisiert. Was wir einfach wissen müssen, ist, dass diese finanziellen Möglichkeiten können sich nur Bahnen größere Staatsbahnen leisten und für Privatbahnen ist es wirklich finanziell nicht machbar, dies zu stützen. Und hier kommt die Grundidee der ARG Fahrwegdiagnose zum Tragen. Wir möchten diese Arbeitsweise auch anbieten für kleinere Privatbahnen mit geringerer Gesamtnetzlänge. Das heißt, wir bieten mit dem Messwagen Meterspur allen Meterspurbahnen an, ein ähnliches System aufbauen zu können. Das heißt, mit dem Messwagen können wir schnell Daten erfassen und zwar zu einem Zeitpunkt innerhalb einer halben Woche oder Woche können wir das ganze Netz erfassen. Wir können dann auch bestehende Daten integrieren und haben eine Datengrundlage, die sehr schnell generiert ist und homogen ist. Aus diesen Grundlagen werden dann Informationen generiert und diese sind sehr wichtig, stufengerecht darzustellen. Das heißt, das Kader oben
Das will Netzzustandsberichte, der Status des Netzes, wie viel ist es besser oder schlechter als letztes Jahr, Kennzahlen, wie viel hat man investiert. Im mittleren Kader ist dann eher gefragt, wie ist der Zustand des eigenen Fachbereichs. Und unten beim Fachspezialisten, der will dann eigentlich die Möglichkeit haben, ganz tief bis zur einzelnen Messung vordringen zu können. Nun, wie macht das? Wie machen wir das jetzt bei der ARGE Fahrwerkdiagnose? Wir haben drei Module für die Umsetzung. Das eine Modul ist der Messwagen Meterspur, der eigentlich die Diagnosefahrzeuge imitieren und auf einzelnen Messkampagnen das gesamte Netz aufnehmen. Dann im Modul B, da haben wir Akzelerationssensoren auf Regelzügen. Das ist im Prototypenstadium, das erzähle ich heute nicht viel darüber. Aber hier geht es darum, den Netzzustand zwischen den, Messeinsätzen auch noch im Griff zu haben, das heißt zu sehen, wo sich Sachen verändern, um dann notfalls vielleicht eine Messkampagne früher anzusetzen, wenn es nötig ist. Das Modul C ist eigentlich eines der wichtigste Teil. Hier geht es darum, aus den vielen Daten Informationen zu kreieren und diese Informationen so zu verdichten, dass sie eben stufengerecht sind und auch dann die Basis sind für Maßnahmenentscheide. Kommen wir zur Hardware. Der Messwagen Meterspur ist ein universaler Messwagen. Das heißt, er kann auf dem ganzen Schweizer Schmalspurnetz eingesetzt werden. Wir haben verschiedene Kupplungsarten, wir haben verschiedene Bremssysteme, die nötig sind bei den verschiedenen Bahnen. Der Wagen kann bis zu 80 Stundenkilometer im Messbetrieb fahren. Er hat die Zulassung des BAVs. Und sehr wichtig, es ist 12 Tonnen Achslast vorhanden. Das heißt, wir messen das Gleis unter Belastung. Die Module sehen wir hier. Unten ist das Gleisdiagnostikmodul ein Linearlaser eigentlich. Oben haben wir auf dem Dach Fahrleitungsdiagnostik. Aufsatz, wo die Position vermessen wird. Und das dritte System ist die Reality Capturing Aufnahmesystem, das fotogrammetrische System kombiniert mit Scanner für die Korridoraufnahme des Gleises und des Umfelds. Optional haben wir auch noch Einsenkungsmessung, das sehen wir hier unten. Das heißt, wir messen bei belastetem und hier hinten bei unbelastetem Zustand das Gleis und können so auch schon Rückschlüsse auf den Untergrund geben, wie die physische, mechanische Eigenschaften sind. In dieser Konfiguration ist die 80 Stundenkilometer natürlich illusorisch, dass wir mit 15 Stundenkilometer unterwegs. Aber auch hier können wir in einer Nachtschicht 50, 60 Kilometer abtasten. Wenn wir jetzt auf die Software-Seite gehen, dann haben wir eigentlich die drei Ebenen. Einerseits die Aufnahmeebene für die Messkampagne durchzuführen, dann die mittlere Schicht ist eigentlich, wo die Daten gehalten und sortiert und aufbereitet werden. Auf der Gleisdiagnostikseite ist das IRISIS, ein externes Produkt, wo wirklich alle Gleisdiagnostikdaten einfließen. Für das Corridor Mapping ist es der Infra3D-Service, der von Innovitas hergestellt wurde. Und obendrauf ist dann dieses sogenannte Dashboard, wo dann die Daten kompaktiert und eben dargestellt werden für die entsprechenden Benutzer. Was wichtig ist, wir sind ein offenes System, haben hier ein offenes System. Das heißt, Import, Export der Schnittstellen zu bestehenden Softwares, zu bestehenden Prozessen sind sehr wichtig und das ist offen gestaltet. Das heißt, wir können auch von Drittherstellern oder von anderen Messanbietern die Daten übernehmen. Beginnen wir von oben nach unten noch ein bisschen genauer. Hier habe ich jetzt ein Dashboard, das Netzzustand der Fahrbahn darstellt. Wir haben hier Restlebensdauer, die aufgrund von den Messungen und einem Algorithmus, den wir in Zusammenarbeit mit der TU Graz entwickelt haben, sozusagen die ganzen Netze die ganzen Netze
einzeln klassieren und dann einteilen, dann haben wir eigentlich eine Note, die nur aufgrund der Gleislage hergestellt wird. Und was auch einfließen kann, ist die Beurteilung des Fachpersonals der Streckenwärter. Wie dann aus diesen drei Grundlagen der Gesamtnetzzustand gewichtet wird, das ist dann sozusagen frei definierbar durch den Kunden. Das heißt, man kann sagen, ich will nur den Algorithmus haben oder ich will auch der Einfluss vom Fachpersonal mit dem langjährigen Wissen drinnen haben. Eine andere Ansicht ist hier geht es dann mehr infrastrukturmäßig Übersicht, wo ist welcher Schienentyp verbaut und wann wurde er verbaut. Das Ganze mit Schwellen ist das Ganze eigentlich ein Flachbahnabschnitt oder eine Bergstrecke. Von diesen Boards können wir eigentlich sehr verschiedene zusammenbauen und je nach Bedürfnissen dem Kunden zur Verfügung stellen. Hier ist ein weiteres, nämlich der Instandhaltungsbedarf der Gleislage. Da sehen wir in 25 Meter Abschnitten, wie gut die Gleislage ist. Und auch mit verschiedenen Jahresständen kann man sehen, wo es sich verbessert, verschlechtert, wo es vielleicht nicht optimale Gleisqualität hat, die aber stabil ist oder wo man gestopft hat, aber das Jahr drauf ist schon wieder schlecht. Das heißt, Stopfen nützt nichts, wir müssen im Untergrund was machen. Solche Effekte können hier einfach herausgelesen werden. Eine Schicht weiter drunten, das IRISIS-System. Hier sehen wir sehr hoch aufgelöste Daten, aber ein Fachspezialist muss das bearbeiten. Das heißt, das kann nicht irgendjemand machen. Und man sieht, man hat alle 25 cm eigentlich jeden Wert mit Schienenabnutzung, Spurweite, Überhöhung, alles. Wenn wir hier einen Fehler haben, dann haben wir hier eine erste Karte mit einer Lokalisierung, aber ein Fehler muss immer einen Grund haben. Und hier kommt jetzt sozusagen das Infra-3D-System, das Auge, unser Auge draußen zum Einsatz. Das heißt, die Plausibilisierung von Fehlern passiert dann im Infra-3D-Service. Und der Infra-3D-Service ist basiert auf Stereofotogrammetrie. Wir haben Bilder als Grundlage, Tiefenbilder. Das hat einen großen Vorteil, dass eigentlich in einer Bahngesellschaft jeder den Dienst nutzen kann. Es ist keine hohe Eintrittsschwelle. Wir haben ein Bild. Man sieht, es ist gleich, wie man auf dem Gleis steht und kann drin messen. Ähnlich wie was Marc gesagt hat, die virtuelle Begehung ist der Ausgangspunkt, wo eigentlich jeder damit arbeiten kann. Für die Erstellung des digitalen Zwillings haben wir hier jetzt auf dem Messwagen zwei frontale Stereosysteme. Eines in Farbe und hoch aufgelöst und eines ist ein Graustufensystem mit hoher Lichtempfindlichkeit für die Tunnelstrecken. Dazu kommt eine Panoramakamera obendrauf und ein Laserscanner mit 200 Hertz, 200 Rotationen pro Sekunde. Die Stereobilder werden gematcht und ein Tiefenbild generiert und zusätzlich werden seit diesem Jahr auch die Laserdaten verwendet, um die Abdeckung der Bereiche mit tiefen Informationen zu verbessern. Des Weiteren haben wir auch das Panoramabild mit dem Laser verschmolzen. Das heißt, auch im Panoramabild haben wir Tiefendaten hinterlegt. Nun komme ich zu den Anwendungen. Die Anwendung Nummer 1 ist bei den Bahnen auch die virtuelle Begehung. Das heißt, in 15 Sekunden ist man an jeder Stelle des Bahnnetzes. Das heißt, man spart sich viel Aufwand für Sicherheitskosten, für hin und zurück und es ist wirklich schnell, man kann schnell lokale Begebenheiten sich ansehen. Dazu, wie gesagt, verschiedene Optionen, Sachen zu messen, Querprofile, Distanz von Achse, Koordinaten. Aber es ist auch mehr, es ist auch so, dass wenn neue Leute bei Bahnen beginnen ohne örtliche Kenntnisse, können diese sehr viel einfacher eingeführt werden in die lokalen Begebenheiten. Auch Zugführer können Streckenkenntnisse sich erwerben, bevor sie drin sind. Sie können kritische Stellen x-fach durchgehen, ohne dass sie da x-mal hin und her fahren müssen. Und zudem ist auch die virtuelle Begehung gut für Beantwortung von Fragen bei Projektarbeiten, dass man eigentlich schneller Antworten bekommt, als wenn man da immer zuerst vor Ort gehen muss und das abklären.
Diese 3D-Welt, die da aufgebaut wurde im Hintergrund ist, die dient aber noch viel mehr, viel anderen Bedürfnissen von den Bahnen. Eine ist die Lichtraumanalyse. Hier kann man mit den Daten sehr einfach netzweite Tomografien rechnen. Bei den Tomografien ist es einfach so, wenn man Einragungen hat, sind es meistens Tausende oder Millionen von Punkten und das nützt dann nichts, wenn man weiß, wie viele Millionen Punkte man eingeragt hat. Darum haben wir eigentlich einen halbautomatischen Mechanismus, der dann Objekte detektiert, linienmäßige Objekte entlang dem Gleis oder punktmäßige Objekte neben dem Gleis. Und diese werden dann so behandelt, dass jeweils das Objekt abgespeichert wird mit seiner Ausdehnung, mit seinen größten Einragungen. Des Weiteren haben wir Schichtmodelle, die wir rechnen können, je nach Bedürfnissen der Bahn oder auch generell Profildaten, alles, was man will, D-Terms und so weiter. Ein anderer Aspekt ist eigentlich die Inventarisierung. Mit so einem System und unserem direkten Link zu bestehenden GIS-Anwendungen können wir eigentlich Inventare im Bild darstellen. Und das hat den großen Vorteil, dass wir wirklich zum Zeitpunkt X der Befahrung sehen können, wie stimmt der Inventar mit der Realität überein. Das heißt, man kann sehen, sind die Punkte im richtigen Ort eingesetzt und auch sind sie vollständig. Wenn sie nicht vollständig sind, kann man im Service dann diese abgreifen. Wir haben dieses Jahr mit der SVB verschiedene Studien gemacht und die Zulassung bekommen, dass man also alle DEFA-Objekte aus dem Service abgreifen kann, mit Ausnahme der Perronkante, wo einfach der Subzentimeter verlangt ist. Wir haben das auch schon in Projekten jetzt im 21 umgesetzt. Zu guter Letzt, bei Projektarbeiten ist die Unterstützung natürlich auch sehr groß. Einerseits, wie schon gesagt, die virtuelle Begehung, aber auch vor allem die Verfügbarmachung von Grundlagedaten. Das heißt, man macht nicht ein Projekt, lässt zuerst das Ding dann vermessen und scannen und dann geht es weiter, sondern man kann schon auf dem vorhandenen Planen und den Prozess schneller vorantreiben. Am Ende der Projekte oder bei der Planung hat man auch die Möglichkeit, die Resultate dann zu visualisieren, in den Bildern durchzugehen, aus allen Perspektiven das zu betrachten, ohne ein weiteres Tool zu haben. Kommen wir zur Zusammenfassung. Mit diesen drei Schichten, die wir hier aufgebaut haben, bedienen wir die Messung des Netzes homogen und hoch aufgelöst. Wir analysieren und kompaktieren die Daten zu Informationen, woraus die Planung erstellt werden kann. Und somit haben wir eine homogene Datengrundlage, die dann nützlich ist, um zu entscheiden, wo wirklich die Maßnahmen nötig sind und wo man warten kann. Nach den Maßnahmen kann man erstens auch wieder kontrollieren, ob der Effekt okay ist mit einer erneuten Messung oder natürlich im Verlauf der Zeit den Kreis schließen. Ich hoffe, ich konnte mit diesen Ausführungen einen Einblick geben in die Welt der Bahnen und der Unterhaltsarbeiten und wie sie heute und morgen gemacht werden können. Ich danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Daniel, für deinen tiefen Einblick in die Gleisdiagnostik. Gibt es Fragen? Ich hätte noch eine Frage betreffend der Genauigkeit. Noch, als wir noch zusammengearbeitet haben, haben wir auch schon vorgemessen für die Gleisrichtung oder um Gleis zu richten. Und jetzt werden die Daten verwendet, um Unterschiede zu sehen bei der Gleislage. Bis zu was für einer Genauigkeit können so Gleislagenveränderungen detektiert werden? Oder wie geschieht die Georeferenzierung? Die Georeferenzierung ist ein Zwei-Schritt-Verfahren. Einerseits haben wir einfach Post-Processing, Genesis, IMS-Daten. Da sind wir irgendwo, je nachdem, bei 30 cm bis ein paar Meter, wenn man da große Abschattungen hat. Was wir dann machen, ist, wir detektieren die Punkte, die Gleisversicherungspunkte. Und da ist der Vorteil, im Bild hat man einfach da viel größere Auflösung als in einer Punktwolke.
Wir greifen die Punkte ab, die Gleislageversicherung, und hängen uns eigentlich darauf auf. Und so erhalten wir so eine Genauigkeit von eben, also es kommt dann darauf an, wie oft, wie viele Punkte man nimmt. Im besten Fall ist man so bei 11 bis 15 Millimeter genau. Also 1 Zentimeter bis 1,5 Zentimeter genau. Aber das ist, wir haben da also das bezieht sich auf die Klaffen, das heißt, das ist nicht einfach ein Sigma, sondern das ist wirklich dann die Restklaffen, die wir hatten, aus Punkten, die wir unabhängig bestimmt hatten und in unserem Service abgegriffen haben. Aber es ist nicht so, dass wir da nicht Stopfdaten extrahieren, wo es im Millimeterbereich geht. Das machen wir nicht mit dem System. Okay, vielen Dank. Weitere Fragen? Wenn nicht, habe ich noch eine kurze Frage, und zwar ist das ja ein sehr komplexes System mit vielen Sensoren, vielen verschiedenen Sensoren, von Bild bis LiDAR über ja, weitere Sensoren, die quasi den Gleiszustand detektieren. Und alle haben irgendwie verschiedene Anforderungen an die Umwelt, beispielsweise Bildsensorik funktioniert nicht so gut in der Nacht. Und ich weiß, dass auf der Bahn die Zeitfenster recht begrenzt sind für Datenaufnahmen. Wie geht ihr damit um? Lassen sich da genügend große Zeitfenster für die Datenaufnahme finden? Ja, es gibt verschiedene Einschränkungen bei der Aufnahme oder verschiedene Parameter, die eine Zeit als optimale Zeit für die Aufnahme oder eben nicht optimal definieren. Und eigentlich ist es so, dass wir so viel wie möglich kombinieren wollen. Was ich gesagt habe, ist, natürlich können wir die Einsenkungsmessung, die muss in die Nachtsperrung gehen. Und weil 15 Kilometer pro Stunde kann man nicht arbeiten am Tag. Und somit ist auch die Kombination zwischen Einsenkungsmessung und Bilddienst nicht gegeben, aber wäre auch nicht sinnvoll meines Erachtens, weil man dann immer diese Zusatzwagen im Bild haben würde. Aber wenn man jetzt von der Diagnostik und der Visualisierung des 3D-Aufbaus des Gleisumfelds absieht, da sind wir mit 80 Stundenkilometer bis zu 80 sehr gut dabei, weil wir da nicht im Regelverkehr mitfahren können. Also es wird so gemacht bei der RHB, MGB, da sind wir tags unterwegs und haben dann eher noch Einschränkungen, dass die Lichtverhältnisse von der Sonneneinstrahlung optimal sind. Das heißt, die Sonne darf nicht zu tief stehen, damit sie nicht direkt auf den Chip der Kamera scheint. Oder? Das ist dann eher noch eine Einschränkung.